3:1 steht das für mich. In der Kategorie ist wirklich so nachtragend. In der wir jedes Mal uns jemanden aussuchen und beweisen müssen, dass unsere Kandidatin systemrelevant ist, während wir beweisen müssen, dass der Gegenkandidat oder die Gegenkandidatin auf keinen Fall systemrelevant ist. Till, wen hast du dir heute ausgesucht? Film ab bitte für Leonard. Hallo, ich bin Leonard, ich bin theoretischer Astrophysiker und ich bin systemrelevant. What the fuck? Wie geil ist er denn bitte? Warum gibst du denn gleich schon auf? Du hättest doch noch gleich ziehen können. Ey, theoretischer Astrophysiker. Ey, er ist fucking Astrophysiker. Fuck, das sind die klügsten Menschen der Welt einfach. Was er jetzt nicht dazu gesagt hat, weil er doch dazu bescheiden ist, er arbeitet, und das ist kein Spaß, er arbeitet am CERN. So, er arbeitet bei dem Forschungszentrum, wo die größten. Er hat eine E-Mail-Adresse vom CERN. So. Das sagt doch überhaupt nichts. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse von Google und bin nicht bei Google, Till. Ja, Moritz, aber das CERN gibt keine E-Mail-Adressen raus. Ich habe auch immer noch einen Schlüsseltransponder vom Thalia-Theater, weil ich vor 8 Jahren den einfach geklaut habe. Trotzdem bin ich nicht Schauspieler im scheiß Thalia-Theater. Ja, im CERN sind die da ein bisschen restriktiver, Moritz. Was ein Bullshit. Der hat eine CERN-Adresse, weil er da arbeitet, weil er fucking Astrophysiker ist. Im CERN haben die so eine Röhre, da beschleunigen die Teilchen auf annähernd Lichtgeschwindigkeit. Ist es nicht so? Leonard, sag doch mal was. Ja, bist du im CERN? Ja, ich bin im CERN, genau. Leonard ist einer der klügsten Menschen der Welt. Das kann man wirklich sagen. Wenn du da arbeitest im CERN, da sind nur Megabrains, die arbeiten gerade am fucking schwarzen Loch. So, das heißt, die erforschen gerade, wie kann man Zeitreisen machen. Das heißt, die sind mega systemrelevant, weil die zurückreisen können später in die Zeit und sagen, Corona, da haben wir mal einen Daumen drauf. Ja, da machen wir hier einmal in China, machen wir einmal pst, weg. Nada. Das ist doch nicht, du bist ja noch dümmer als sein Pullover. Was ist denn los bei dir, Till? Das er ist theoretischer Astrophysiker. Er ist nicht mal Astrophysiker. Kannst du fragen, hast du eine Ausbildung? Ja, theoretisch habe ich das schon. Also ich hatte viele Nächte Zeit. weil ich auch nie auf einer Party eingeladen wurde, da in den Himmel zu gucken, während ich im Busch den Frauen beobachtet habe. Und da habe ich gemerkt, das ist schon sehr schön, das sind ganz viele Sterne. Was ist das denn da für ein... Ja, theoretisch ist das der große Wagen. Ich nenne ihn Silke, weil ich mag den großen Wagen nicht, weil Silke hat mich nie geküsst. Wen hast du denn mitgebracht? Ich habe mir jemanden mitgedacht, weil du dein Satz eben war, ich bin der schlauste Mensch der Welt. Ja. Völliger Bullshit. Es gibt Menschen, die beschäftigen sich nur mit Denken. Mhm. Und das sind sogenannte PhilosophInnen. Mhm. Ich kannte bisher wenig Philosophinnen. Ich habe vor ein paar Monaten habe ich eine Philosophin kennengelernt und habe gefragt, ob sie in meinem Team sein möchte. Und deswegen stellt auch sie sich vor. Film ab für Alice. Hi, ich bin Alice. Ich promoviere in Philosophie und bin systemrelevant. Warum, Moritz? Was ist denn? Wie getrieben bist du denn? Was ist denn los bei dir? So, wie doll kann man denn gewinnen wollen? Du bist einfach nur ein unsympathisches Arschloch. Alice ist Tills beste Freundin. Und selbst Alice. Selbst Alice traut dir nicht zu, dass du irgendwas geschissen bekommst. Und hat mich angerufen und meinte: Ganz im Ernst, ich ertrage das nicht, wie scheiße der Typ ist. Kann ich in dein Team? Ja, bitte? Der hat dich angerufen. Ja. Oh, ist du das hast gebettelt gut. bei ihr. Auf den Knien hast du gebettelt, Moritz. Alices Job ist es einfach nur, schlau zu sein. Wenn Alice irgendwas sagt, dann tun alle so, als würden sie mitkommen. Und dann redet Alice eine Stunde und alle nicken und fühlen sich traurig und schlecht, weil man merkt, wie dumm bin ich denn eigentlich? Also wir reden jetzt von Philosophen, ja? Und Philosophen sind die Leute, die immer fragen, okay, aber warum? Habt ihr da schon mal nachgedacht? Ich glaube, das kann man auch andersrum sehen. Während Leonard ein fucking Raumschiff baut, steht sie daneben und sagt, ja, aber warum baut ihr das Raumschiff denn überhaupt? Also ich meine, es ist wirklich notwendig. So, und er sagt so, ja klar, also wir finden halt einen neuen Planeten. So, und sie sagt, okay, nee, komm. Ich gehe jetzt kurz mal nach Hause und überleg mir einen Schauspruch dafür. Denn irgendwann möchte ich mal, wenn ich Glück habe, in einem Kalender auftauchen. Das ist ja die berühmtesten Philosophen tauchen irgendwann in einem Kalender auf. So, sie schreiben so wirklich 300 Bücher, die keiner liest und sind dann irgendwann Monaten März. Ja, und dann steht dann Platon, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und alle denken sich, wow, that made my month. Wirklich, das ist ja wirklich, der Monat ist gerettet. Der Ablauf ist ganz anderer. Leonard meint, ich baue jetzt ein Raumschiff. Dann kommt Alice und fragt, warum. Und er sagt, weil es mega gut ankommt bei Frauen. Ich habe schon mal eine gesehen und die meinte das. Und dann meint Alice, bist du eigentlich völlig bescheuert, Diggi? Denk nach. Das ist was sie macht. Und dann merkt Leonard zum ersten Mal, ach so, wie
aua, das tut ja weh in meinen Kopf. Und dann bringt sie ihm bei, wie man denkt, ohne dass es irgendwann wehtut. Und dann merkt er, ah, vielleicht kann ich aus diesem komischen Hintergrund raustreten und mal Sonnenlicht reinlassen in mein Herz, so wie Menschen Sonnenlicht in ihr Herz, in ihr Hirn lassen sollten. Und dafür sorgen Menschen wie Alice, dass wir nicht einfach nur fressen und fett werden und zufrieden sind und uns gegenseitig umbringen, sondern Alice fragt, warum? Warum leben wir? Ja, genau. Warum, wie werden wir glücklich? Und alle denken sich so, was machst du denn da? Das ist ja mega langweilig. Ganz im Ernst, Alice stellt Fragen, auch in deinem Leben, Till. Er baut ein fucking Raumschiff. Er findet Warp-Antrieb. Er hat Spalten gefunden im Raumzeitkontinuum. Er ist der Typ. Leonard ist ein Typ, der ist so klug, der sagt, Impfstoff, Corona, könnte ich machen, habe ich gerade keine Zeit für. Und ganz ehrlich, die Leute, die da sterben, sind einfach nicht so klug, Freunde. Was soll ich denn machen? Ich arbeite gerade am Wurmloch. Wir haben keine Zeit mehr. Leonard hat darum gebeten, dass wir uns ein bisschen beeilen, weil er beim Mitten am Wichsen auf dem Spider-Man-Comic muss. So, genau, Alicia hat noch 3 Stunden Zeit. Ich weiß doch, wie die arbeitet. So, wir bitten um eine Abstimmung. Wenn die Menschen, die uns zugeschaltet sind, der Meinung sind, theoretische Astrophysiker, was ganz im Ernst nicht mal richtiger Beruf ist, das hat sich jemand ausgedacht, ganz im Ernst. Wenn ihr meint, der Alien-Erforscher hat auf jeden Fall einen systemrelevanten Beruf, dann bitte ich um Gebärdenapplaus bei 3, 2, 1, jetzt. Das ist systemrelevant. Siehst du es, Moritz? Ja, wenn ihr der Meinung seid, Frauen, die dafür sorgen, dass Männer wie Till funktionieren. Oh Gott, Frauen, das ist peinlich. Die das eigentlich, das ist Feminismus für dich, wenn Frauen Männern helfen, oder was? Wirklich? Nee. Das ist ganz peinlich, Moritz. Feminismus, das ist nicht Feminismus. Was Alice macht, ist Zivildienst bei dir zu Hause. Und dafür gehört ihr Respekt gezollt. Wenn ihr der Meinung seid, PhilosophInnen sind auf jeden Fall systemrelevant, damit wir weiterhin denken können und uns fragen können, wie wir glücklich werden, dann macht Gebärdenapplaus bei 3, 2, 1 bitte jetzt. Gewonnen! Es ist einfach, ja, es ist ein eindeutiges Ergebnis und es ist eindeutig es gewonnen. Es ist ein eindeutiges Ergebnis. Natürlich. Die Menschen haben Mitleid mit dir. Das war der Absolut Grund. Absolut nicht. Okay, ich gehe, ja gut, wir haben 3-2. Ich sage vielen Dank an Leonard und an Alice, dass ihr dabei wart. Falls andere Menschen Bock haben mitzumachen, einfach unter homies-show.de bewerben. Das war unsere Sendung. Guckt auch nächstes Mal wieder rein. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Hey, das hat auch Spaß gemacht, oder? Die ganze Folge gibt es jetzt in der ZDF-Mediathek unter homies.zdfneo.de. So, ihr Internetspätzchen. Wenn euch das gefallen hat, klickt ihr hier und dann seht ihr weitere Videos von Homies.